Ola, du Trimax hier. Heute gab es keinen Stream, aber ich bin komplett im Arsch mit Fieber und all dem ganzen Scheiß, aber ich will unbedingt Minecraft zocken. Einfach, weil es Bock macht, ein bisschen Bild abzulenken. Ich habe das den ganzen Tag nur gepennt und im Bett gelegen. Wir hatten den großen Umzug. Wir sind so unglaublich weit durch den Nether gereist. Und das wird hier das neue Dorfzentrum. Wir haben krasse Berge drumherum. Alle werden sich hier so die Sachen den Bergen bauen. Ich glaube, ich baue mir da unten ist so eine Dripstone-Höhle. Da hätte ich Bock. Also es sind schon sehr, sehr viele Leute, die alle Grundstücke geclaimt haben. Das wird hier ein geil. Hier darf man nur hübsche Sachen hinbauen. Keine Farmen. Ich brauche natürlich wieder absolut ein Industriegebiet. Sonst läuft das Ganze gar nicht. Wir sind umgezogen mit nur unglaublich wenigen Sachen. Das Essen geht aus. Keiner hat mehr Raketen. Keiner hat XP. Das ist so krass. Bei jedem ist die Elytra kaputt, weil keiner an eine Kaktusfarm gehen kann. Alle Elytren sind kaputt und keiner hat Raketen. Keiner hat Papier, keiner hat Gunpowder. Jetzt sehen die Leute mal, wie unfassbar beschissen es läuft ohne die Farm, die ich gebaut hatte. Ja, hier entsteht dann Fitnercraft Staffel 2. 3 Tage ist jetzt TNT-Verbot und Klauverbot. Mal gucken, was danach diesen 3 Tagen passiert. Ich mache mir hier mein Industriegebiet hin. Natürlich schon ein bisschen angefangen, klar. Ich brauche unbedingt XP. Ich habe meine Elytra ausgezogen, weil die war... Die hat gar kein Leben mehr. Und hier habe ich den halben Berg schon abgetragen. Hier kommt das Ganze hin. Mit der Ebene hier connected. Ich habe mir erstmal die Fichtendinger geholt. Da hinten war ein Wald. Hier kommt meine ganze große Base hin. Ich werde den ganzen Berg hier noch abtragen. Werde das ganze terraformen und geil machen. Hier haben wir Holz. Dann muss ich unbedingt brennen. Da haben wir Lava. Dann brauche ich mehr Dripstone. Ich hatte nur wenig dabei. Deswegen habe ich hier hinten direkt hier hinter eine Dripstone-Farm. Ja, ist noch nichts gekommen. Dauert ja sehr, sehr lange. Kaktusfarm sowieso für XP. Bambusfarm machen wir. Ich habe sehr viel Gunpowder mitgenommen. Als einziger, glaube ich. Ich glaube, ich habe einige wasted, ne? Ja, ich mache auf jeden Fall die Facecam aus. Aber die anderen sind alle im Call. Der große Umzug. Aber Minecraft macht einfach extrem Bock. Ich werde mir das hier wieder sehr, sehr geil machen alles. Boah, die Lernkurve. Ich bin so ein am Aufcraften, Chat. Ah, ich hab's. Diese Lernkurve, du bist doch ultra krass, oder nicht? Ja. Elis, naja, weiß ich nicht. Der hat gesagt, boah, so... Lernkurve in den Chat. 10 Minuten später hat er mich angeschrieben, warum ich nicht seine Ports weiß. Krass. Das glaube ich jetzt nicht. Ist das alles krank hier? 12 mitnehmen. 12 Stück. Jello, brauchst du noch Raketen? Ja, die könnte ich gebrauchen. Ich kann dir welche geben, ich mach's jetzt so wie Fabo. Okay? Wie viele brauche ich für ein Nether-Portal? Wie viele von diesen Obsidianen? 12 oder 8. Wenn du es klug machst, 8. Wenn nicht, 12. Wenn du Jello bist, 12. Nein, dann Bubu Jello. Bubu Jelly. Diesen Uptown Girl. Ich craft den noch. Oh, Eli, du kannst hier runter. Ja, ne, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich mache mir direkt bei mir zu Hause ein Nether-Portal. Oh mein Gott. Gotti. Oh mein Gotti. Kyra Allen, liebe... Mann, Digga, ich kann das nicht! Ich baue anders, Chat. Ich mache mein eigenes Ding. Ja, du baust anders. Das dauert ja übertrieben lange. Nimm 20, Grinch. Damit du nicht zurück zum Portal laufen musst, sondern immer direkt eins bauen. Nee, ich nehm. Mann, Digga, diese scheiß Creeper, Fabo, stell den Server richtig ein! Ja, ehrlich. Ich würde mir alle mal die Eier nuckeln. Digga, ja, wo, was, wer, warum, nein? Oder Fabo, warum sagst du sowas Böses, Fabo? Fabo, bist du eigentlich so einer, der so viel mit Mädchen schreibt? Nee. Ja, Fabo ist in so viel DMs so, drin. Du meinst so, Sydney Level? Nein, nicht so, das ist ja schon krank. Ja, so, bist du so einer, der so sagt, hey, hör mal zu, lass uns mal auf einen Kaffee treffen? Nee. Ich zock den ganzen Tag Minecraft, was erwartest du? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fickst du nicht viel, Fabo? Bist du nicht so ein Fick, Fabo? Bist du nicht so ein Fixer an Fabo? Nee. Schreibst du auch nicht so mit E-Girls und sowas? Doch, da, der hat doch, wie heißt das nochmal? Du hast doch diese Plattform, Fabo. Welche Plattform? Ja, wo du immer diese E-Girls kaufst. Wie heißt diese Plattform nochmal? Ich kauf keine E-Girls. Doch, hast du nochmal erzählt bei diesem... Fabo, sag mal ernst, bist du so... Fix Fabo. So, suchst du Frau oder bist du so... so Bitches am Chasen? So, weißt du? Oder chasest du das Mula? Chasest du das Bitches Money, am Chasen, holy das shit. Das ist geisteskrank, was hier gerade passiert. Nee, was ich sagst du? Ich bin am Chillen.
Okay. Aber hättest du Sloppy Toppy aber geben du hättest lieber Frau. Nee, gar bist nichts du, einfach bist gerade. Bist du horny wie Rohrt? Bro, ja, das, ist, war so das, horny ist so, das ist so Arsch, Digga. Das Ding ist, die Leute glauben das. Ich bin alter Mann. So, oder was? Nicht so, Jello, wo bist du gerade? Ich bin in der Höhle. Ich tue hier was rein. Prime ich bin der Einzige aus unserer Truppe, Jello, der nicht verdorben ist, sag ich. Ich bin auch nicht verdorben, Digga. Ja, du Revi ist sehr nicht, verdorben. Aber bei dir ist Revi, du bist verdorben. Was redet ihr? Warum sagt ihr, ich bin verdorben? Digga, ich chill mein Leben, Alter. Ey, ich krieg hier nichts hin, ne, Chat? Ich irgendwie nee, krieg ich... Sehe ich nicht. Fabo, wie oft hast vielleicht du dieses Jahr gefackt? Vielleicht vom anderen Ufer, das ist auch verrückt, Chat. Dieses Jahr? Null. Null? Ich komme an nichts mehr ran. Du? Ey, Fabo, wie mache ich aus... Ah, hier ist die zweite Hälfte. Antworte doch! Was? Viermal? Revi hat dieses Jahr schon gefackt. Wie Clay? Ey, ich raste aus, Fabo, wie geht das? Mit wie, Farbe, du Trottel! Und dann drumherum den Clay, oder was? Ja. Ja, geht nicht, du Nutten. Guck mal bei mir im Stream, guck mal. Wurscht, gefickt hast du mich. Warum? Guck mal. Mann, der ist weiß, du Dulli. Du Opfer, du hast gesagt, ich brauch den Weißen. Du brauchst den Normalen. Ich hasse dich so, ich werd, jetzt reicht's mir. Nein, das wird Konsequenzen haben für dich und deine Familie. Was hast du gerade gesagt? Das wird Konsequenzen haben für dich und deine Familie. Der droht aber meiner Familie, Digga. Ich hab gesagt, Konsequenzen, es war keine Drohung. Es können auch positive Konsequenzen sein. Junge, der droht meiner Familie auf Twitch einfach live. Bro, es könnte ja auch sein, dass du zum Beispiel jetzt von mir einen Präsentkorb bekommst. Revenzeit auf Twitch. Konsequenzen müssen nicht negativ sein, Digga. Es kann sein, dass die letzten... Revenzeit auf Twitch. Max versteht das gar nicht, warum wir das sagen. Der hat einfach nachgelabert. Digga, was hab ich denn hier für eine Stadt gefunden? Stell mir jetzt was zu essen, ist mir doch egal, Fabo. Ja, aber juckt mich auch nicht. Ey, ich hab eine Agent City. Ich nehme hier so eine Ficklampe mit. Ah, fick mal rein in die oh Lampe. Oh nein, Digga, Hugo hat mir irgendwas geschickt. Was soll das? Wegen auf TikTok ist schon wieder irgendein Bastard, hat wieder irgendwas, was ich hier gesagt habe. Ja, was du. Oh nein. Du hast vorhin, du hast vorhin gegen ihn. Du hast vorhin gegen ihn geschossen. Hab ich? Gegen Hugo? Ja. Kurz bisschen, oder? Ja, war schon hart. Dass Hugo das Projekt Craft Attack verkackt. Ah, stimmt. Was hast du gesagt? Ja, ich hab gerealtalkt. Was hast du denn gesagt? Ja, okay, was? Dann darfst du den beleidigen. Wie Hugo, Alter, ja. Ne, was hast du denn gesagt? Aber ich finde das auch ein bisschen hart, Digga, ja. Jetzt dashen alle Leute ihn und so, dass Revi sowas sagt, ist auch echt krass. Macht man nicht aus. Ey, die verpiss dich da. Ich such den Kick. Ey, das ist krass. Ich such den Kick. Oder, Chat? Wenn ich ganz leise bin, dann können die mich nicht hören. Kisten? Wie Kisten? Da vorne. Hey, ich liebe Minecraft, okay? Okay. Okay. Danke. Minecraft ist geil, ne? So zum Abchillen auch, zum Abzocken. Ja, ja, es ist krass. Wie komme ich denn? Welche Kisten, Chat? Ah, hier. Guck mal, wenn ich ganz leise bin, dann kann man mich nicht sehen und nicht hören. Digga, das hat jetzt schon wieder so viele Aufrufe. Oh, was hat er denn gesagt? Mann, kann mir jemand wiederholen? Mann, Mann, ey, ich brauche den Clip TikTok. Ich muss irgendwas Scheiße. Mit L runterschreiben, kommentieren. Hilfe! Chat, aber hilf mir! Was hat er denn gesagt, Rod? Irgendwie Hugo macht Craft Attack kaputt. Was? Yeah. Er hat auch echt viel geklaut, also. Also bist du derselben Meinung? Ja. Das ist crazy. Der nächste Clip. Nee, er hat immer wieder so gesagt, er hat also 10-mal geklaut und dann meinte er wieder, Entschuldigung, tut mir leid. Und dann meinte ich, tut dir nicht leid, du wirst wieder klauen. Und sagt er ja und lacht. Und das hat er halt immer wieder gemacht. Bei dir? Ja. Weißt aber du? Aber bei deiner Farm hat wie ich jeder Craft Attack-Teilnehmer geklaut. Ja, aber warum denn? Vor allem, ich bin doch so, ich ohne Witz, bei Craft Attack war ich doch einer der Schlechtesten, oder nicht? Ja. Also ich ja. Glaub, es gibt kein, also ich hab da nicht geklaut. Ja, aber sonst hat, den schlechtesten Spieler so ausnehmen, ist, finde ich, verrückt. Jeder andere hatte da seine Finger drin. Ausnahmslos, glaube ich. Außer vielleicht ein Bassi oder so. Ja. Ist krass. Ja, das verstehe ich nicht. Im Huschenböscher, ne? Ich bin in der Agent City. Hört mir zu? In Kisten ist guter Loot. Wo sind denn hier Kisten? Du wirst da sterben, Edi, mehr nicht. Werde ich nicht. Aua. Danke.
Scheiße. Ey, wie geil sind Fichtenbaumstämme und Bäume, bitte? Alter. Die Kiste nehmen. Sind Fichten denn echt auch so geil? Was ist denn das für eine Scheiße? Seelenfackeln? Die Kisten. Hilf mir. Baby, schick mal das TikTok. Nein. Ich will einen bösen Kommentar drunter schreiben. Digga, hier ist einer! Da ist einer, geh mal hin. Hier ist Warden! Hier ist Warden! Pablo, geh schon hin. Fiallo, soll ich dir helfen? Hilfe! Hilfe! Fiallo, ich helf dir. Hilf mir! Pablo, komm schon. Hilf mir! Digga, warum ist da alles dunkel hier auch? Mach der Warden. Help! Help! Digga! Digga! Warum? Ich sag einfach nur help! Ich kann nicht mal wegfliegen, Digga, weil alles dunkel ist! Jetzt, help. Oh, da oben sind Dias. Da oben sind Dias. Och, meine Sucht nach Dias. Scheiße, aber du meinst Warden. Terrakotta brauche ich, ne? Terrakotta. Ja. Terrakotta? Da vorne sind auch Dias. Was? Fried Rice Chicken, ich will jeden Tag Fried Rice Chicken. Hä, hey, Digga, wie krass habe ich den outplayed? Ich dachte, er ist stark, der Wichser. Oh. Okay. Hilfe! 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 Ey, Revi, hast du das TikTok in sich sperren lassen? Was? Nein, kann ich nicht! Hilf mir! Okay, scheiß drauf. Ey, was hast du denn gesagt? Warum macht das denn kaputt, Revi? Jungs. War so ein Joke, Digga, weil ich meinte, Hugo fickt das. Das war aber nicht ernst gemeint. Jungs, bitte! Was ist denn da los? Trimax, was machst du? Soll ich dir helfen? Nein. Warum? Warum wollt ihr immer alle zu mir kommen? Verpisst euch mal. Ja. Digga, wie redest du? Sag mal ein bisschen Bro. Sag mal ein bisschen Respekt vor Rohat. Sag mal ein bisschen Bro. Bravo, jetzt wirst du morgen schmecken. Der schießt was? Über 30 ja, jetzt wirst. Nein, ich werde dir nicht sagen, was du schmecken wirst, aber du wirst merken, irgendwie dein Leitungswasser wird anders schmecken. Alter! Ja, hier von Juicy Wow, von Julienko. Ich mach das in deinen Boiler unten rein. Ey, Max, wo bist du? Warum willst du jetzt auch kommen? Eben ist Revi gekommen, hat mir erstmal einen Warden reingedrückt. Hab ich nicht. Nein, ich bin nicht so. Und Jello, wo ist dein Penthouse? Alter, ich bin nicht so ein. Wo ist Jellos Penthouse? Fabo bestellt auch jeden Tag das gleiche, so geil. Fabo, was isst du jeden Tag? Stimmt doch gar nicht. Ja, meinst du, mein Chat lügt? Ja. Was isst du jeden Tag? Komm, erzähl. Ey, Revi, wo bist du? Ich bin gerade weg. Wie weg? Ich komme gleich zurück in die Stadt, ich musste kurz austeilen. Yes! Wo ist, hier Dings seine Crib? Billy Jello seine Crib. Unter dir rechts, unter dir links, wenn du stehst, da vorne. Ne, wenn ich bestelle, bestelle ich eigentlich immer Butter Chicken. Ja, weil du Buttergolem bist. Also bestellst du einfach ein bisschen Hähnchen von Rewe und dazu Butter? Ja. Geiler Typ. Das esse ich. Würdest du gerne mal mich essen? Nee. Mein Arsch? Max, für wie viel Euro würdest du einen Arsch essen? Max, antworte jetzt. Ich? Ja. Definiere Arsch essen. Ja, so, du musst so über so einen Arsch noch drüber lecken. Ja, das mach ich 30 nicht. Sekunden. Das mach ich nicht. 30 Sekunden nur, Max. Ich werde keinen Arsch essen. Ja, wie viel Euro würdest du dafür nehmen? Wofür? Für wie viel? Was? Arsch essen. Arsch essen. Arschloch lecken? Ja. Essen, Arsch essen, richtig essen. Von wem denn? Ja, ist jetzt erstmal, also generell, so, dann würden wir noch gucken, erstmal eine Grundvieh, bis Max es überhaupt machen würde. Und dann würde ich sagen, wir können da mal on top gucken, zusammenlegen. Für wen. Zum Beispiel jetzt von jemandem, den du magst, Chef Strobel zum Beispiel, Max. Mach ich nicht. Für kein Geld der Welt. Nee, ich glaube, also wirklich glaube ich nicht. Okay. Für kein Geld der Geld? Du willst mir erzählen, für 100 Millionen würdest du es nicht machen. Digga, für 3 Sekunden damit der Zunge mal drüber. Bro, Mann, Max, für 100 Millionen würdest du Chef die Rosette wund lecken. Schön gesagt. Das würde ich auch niemals wieder vergessen. Das würde sofort. Ich würde Chef Strobel verkaufen. Ich könnte nie wieder mit ihm chillen. Ja, dann verkaufst du ihn halt für 100 Millionen. Ja, Bro, aber 100 Millionen oder Chef Strobel als Freund. Also, was ist geil. Das ist krass. Digga, ich.
Ich will gar nicht wissen. Chat, hier schreiben ganz viele, ich mach's umsonst bei Chef Strobel. Ja, okay, aber das hat keiner gefragt. Mhm. Chef Strobel ist auch so ein Fuckboy. Ja, ne? Der ist schlimm. Glaubt ihr, Chef Strobel hat schon mal das Arschloch geleckt bekommen? Ja, ja, 100%. Geleckt bekommen. Ja, ja. Ja, ja. Hä, also. Also, Chef Strobel schreibt mit. Chef Strobel schreibt mit vielen, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Chef Strobel hat so eine Sucht. KI, die für ihn arbeitet. Jackert. Das ist nicht gesund bei ihm, der hat eine Sucht leider. Echt jetzt? Mhm. Hat er eine Fixsucht, Max? Yep. Ich fang an, ich fang an mit einer Mio. Was? Zum Lecken? Eine Mio würdest du schon Arschloch lecken? Wie schon, Bruder? Tamam, Dicker, ja? Mio ist nichts. Ja, von Chef Strobel? Du würdest. Ja, Bruder. Natürlich, Bruder, Chef Strobel muss herhalten. Also du würdest für 1 Million Chef Strobel ins Arschloch lecken. Ja, ich dabei. Warte, Netto? Auch, ja? Nee, musst du noch komplett versteuern. Ich sag, dann 2 Mio. Musst du noch komplett. Dann 2 Mio. Was fragt das Finanzamt? Warum kriegst du so Überweise von 1 Million? Was war denn das? Weil du Chef Strobel ins Arschloch geleckt hast. Du musst einfach sagen, du hast ein Arschloch geleckt. Stefan, du schreibst eine Rechnung und dann steht das da drauf. Arschloch lecken, 1 Mio. Und die Finanzamt fasst sich an den Kopf und denkt, das kann nicht sein. Mehrwertsteuer ist auch noch drauf, einfach. 19% noch drauf. Werbesteuer auch noch. 19% ja, 7% wegen Dienstleistung, oder? Ja. Sexuelle Dienstleistung könnte 7% sein, weiß ich nicht. Safe. Halt mal für Lumpen Mehrwertsteuer, Digga, ich hab noch... Ja, muss ja, oder? Digga, wenn die sagen... Weiß ich nicht, was kostet das? Fabo, du bist doch immer hier, Dings. Ich war noch nie irgendwo. Fabo, ja, jetzt mal hier, Brand Safe ist beiseite, was kostet das? Ich weiß es nicht. Jo, okay. Du bist nur einer. Ich hab noch nie gemacht. Hand ins Feuer, meine Familie. Ich schwöre auf alles, noch nie gemacht. Noch nie. Was, Arsch geleckt? Nein, mit einer Prostituierten. Könnte ich nicht, Digga. Finde ich gar nicht. Hast du Arsch geleckt schon? Nein, ja, klar. Ja, klar. Fabo, hattest du schon mal was mit einer Prostituierten? Nein, war gerade die Frage. Ach so. Du? Nee. Ja, es war keine Prostituierte, es war eine normale Frau, der du Geld gegeben hast. Nee. Aber, die hat sich professionell gemacht. Ich. Gute Clubs, 20, 120 Euro. Okay, wenn jetzt eine so 120 Euro nimmt, sagt die dann noch, ja, aber da kommt noch Mehrwertsteuer drauf und dann musst du so. Also, hä? Wie funktioniert denn das? Mann, das sagt die doch nicht. Ja, die zahlen doch Mehrwertsteuer, oder? Ich baue jetzt das Haus von dem Typen hier ab. Von mir? Ne, von dem Villager. Digga, warum? Das ist einfach so, der soll sich neue Bude holen. Digga, Revi! Sexworld hat 19%. Revi, wenn du so privat mit deinen Kollegen bist in der Shisha-Bar, sind das so auch die Themen dann? Nein. Das sind immer wir reden die eigentlich Themen nur über unser Geld. Nee, die hören seine scheiß Remix auf Spotify. Oha. Was? Was ist das denn? Wie viele monatliche Hörer hast du? Spotify? 4. 2. Ja. Wer hat 4 gesagt? 140.000. Oh, ist auch viel. Er hat die ganze Zeit seinen Laptop im Laufen. Mit 4 Songs. Wie viel hat Malle Kalle? Weiß ich gar nicht. Malle Kalle hat 140.000. Malle ist ja anderes mit hier, so, ne? Der war auf einmal da. Ey, ich brauche ein Feuerzeug. Wie mache ich Feuerzeug? Ist auch wieder ein Bruch, ne? Würdest du sagen, du bist ein guter DJ, Regi? Eisen und Feuerstein, Eli. Feuerstein Produzent, also Producing muss ich noch viel lernen, aber ich habe Feuerstein. So Mixing schon, krieg ich ja, schon und dann noch Eisen. Aber halt nur ich in auch. Der... In der Musik, ne? 99 also, Luftballons. Guck mal, und die habe ich aus einer Ancient City. Seelenlaterne. Was ist denn das für ein Flex? Kannst du craften. Ich habe eine Seelenlaterne. Dreckiger Scheißpapse, wirklich. Ich hab eine Seelenlaterne aus einem Ancient City. Wie krass also, ist das denn? Absolut. Wieder scheiße, oder, Jungs? Ja. Ihr habt da recht. Ihr Feuerzeug gecraftet. Zieh den Hoodie ausziehen, wie so wieder an. Zum Beispiel wie so ein richtiger soll. Geek hier ein Never-Portal hin. Eli, so du bist richtig doch, vergeekt. Du bist doch der Chef von Eldos, ne? Ja, der bin ich. Ja. Noch. Hört der so auf, was man ihm sagt? Nee. Ja, du musst eigentlich es wissen schon. Wegen morgen. Ja? Ja, eigentlich schon. Naja, du sagst wohl Preisgeld an FIFA ran, macht er seit 3 Jahren auch wenn nicht. Wenn ich nicht sein Chef bin, hört er dann? Und dann ist er fresh, dann ist er der Wirt. Wie mache ich nochmal so ein Dings da? Eins, so ein Portal, wie muss ich das machen? Keine Hilfe. Ja. Ey, danke. Alle Elytren sind kaputt. Wirklich.
Keiner hat Raketen, man hat nichts XP, alle Werkzeuge sind kaputt. Ja. Wir dürfen keine Villager machen zum XP heilen. Und jetzt? Ja, Max, du weißt mal, wie es ist, mal das echte Minecraft-Leben zu spüren. Fühl dich mal alive, Junge. Ressourcen sind wertvoll. Freundschaft ist das Bund, was hier, ist der Bund, der hier zählt. Das ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Mir ging's gut. Ja, Max, merkt dir das. Freundschaft ist die wertvollste Ressource, Revi, die wir haben. Ich hab grad deinen Song gehört. London. Ja, du willst mich haten, ne? Ja, komm, sag irgendwas nee, von einer halt Sache, wo du keine Ahnung hast. Komm, sag. Ich sag doch, es ist 0,01. Ich hab keine Ahnung davon. Okay. Aber ich will ja nicht disrespekten. Du hast ja auch Arbeit und Mühe reingesteckt. Oh, das ist krass. Aber ich fühle sowas, also so Musik an sich gar nicht. Es gibt einen Song von Kanye West, der ist so auch so ein Techno-Dings. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den finde ich zum Beispiel gut. Das ist das Einzige, was ich mir geben kann an Techno. Das ist ein House-Track, ja, ich kenne. Halt so Drum Bass, was wir da gemacht haben, das ist halt. Hier. On Side. Aber wenn ich jetzt nicht die richtigen Steine habe, wirklich, dann wirst du sie kassieren. Versuch doch. Ja, kriegst du Nierensteine von mir. Glückwunsch. Nice. Hast du schon mal? Was ist das? Nierenstein, so ein Stein. Nee. Nee? Würdest du dir machen? Kann man das operieren oder wie? Ja, musst du viel Salz, glaube ich, für essen, ne? Echt? Wenn ich trinken, viel Salz, dann kriegst du das. Ja, passt doch. So, Jello ist im Never. Ich hab's zum allerersten Mal alleine geschafft, ne? Ist das krass. Wo bist Jungs. Du jetzt, Ryan, Eli? Im Never. Alleine, Eli? Ich hab alleine so ein Ding gemacht, ja? Ach, scheiße. Ich hab was Schlimmeres gefunden, was noch schlimmer ist als der Katheter. Was denn? Nierensteine zum Auspissen. Boah, ja, das hab ich auch gehört. Hab ich aber noch nicht hab selber gehabt. Hab ich von Kollegen gehört, Digga. Der hat das gerade, der meinte, boah, Digga. Boah, irgendwas Gold. Hat einer von euch Gold? Jungs. Ja, Nierensteine sollen auch sehr hart sein. Aber die kriegt man, wenn man zu wenig trinkt, oder was? Zu wenig trinkt, glaube ich, und trink was? Zu viel Salz, glaube ich, und sowas irgendwie. Das ist so ein Ernährungsding. Das fühlt sich so an, als wenn du Rasierklingen pullerst oder sowas. Das ist nicht geil. Nee. Ey, dieser Salt Chip, hat doch schon jemand gemacht? Nein, oder? Das ist Quatsch. Hamid hat doch das gemacht. Ich habe gehört, das soll richtig eklig sein. Ist halt Salz, ne? So, ich denke mir so, Digga, das ist halt 2 Gramm Salz, halt todesungesund so. Das ist halt wirklich so gesundheitlich bedenklich, würde ich sagen. Ach, Chat, wo kriege ich denn jetzt ein Eisen her? Ein Goldstück. Hat einer ein bisschen Gold? Max, hast du mal Nierensteine? Nein. Willst du? Nein. Okay. Hey, Jello, du spawnst hier über Netherportale, was machst du? Ich hab eins nur gespawnt. Ja, Digga, doch nicht mitten vor meinem Haus. Lederhose? Lass es da. Das ist unser Neverportal-Eingang. Soll doch nicht sein. Doch, glaub mir, das ist vergeekt. Das machen Geeks so. Hast du Gold, Revi? Nein. Hast du Geld, Eli? Was ist? Hast du Geld? Wie Geld? Ja, Geld. Hast du Geld? Finanziell bist du gut aufgestellt. In Minecraft jetzt, oder wie? Generell. Ja. Okay, Glückwunsch. Ich. Mann, Digga, wo krieg ich verficktes Gold her? Geh den Puller raus. Ich geh kurz in eine Höhle und hol mir selber Gold. Scheiß drauf. Yeah. Was? War das gerade einfach ein random Yeah von Trimax? Ja, weil er so cool ist halt. Der macht halt alleine im einfach Never? So. Im Never? Never geht auch her. Okay, dann hol ich mir im Never. Aber die greifen mich dann an, Chat. Haben wir schon ein Never-Portal? Ja, ja, bei mir ist vergiegt. Ach, krass. Nee, du kannst auch bei unserem jetzt einfach nach unten. Ja, weil unser Never-Portal macht ja nur auf die Never-Decke. Das ja, bringt uns ja nichts. Sie brauchen wir noch eins. Du kannst nach unten, das ist ein Loch. Wieso bist du auf einmal so scheiße laut geworden, Max? Schwöre. Digga. Du warst die ganze Zeit so leise, auf einmal hat der eine Stimme bekommen, der Mann. Woher? Oh, ja. Wer hat gefurzt? Alter, das hättet ihr gerade sehen müssen. Digga, er hat gerade Gold abgebaut. Oh. Junge. Verkraftet, Alter. Ich schwör's dir, das die Lernkurve.
Digga, ihr hättet das gerade sehen müssen. Ihr macht jetzt Späße, nice. Aber mein Chat hat es eigentlich gesehen. Scheiße, zum oder? Glück, wenn man der Gotti ist? Ist ja wieder Kacke. Hab ich vergessen. Was passiert? Na, jetzt wollt ihr es wissen, ne? Eli Clip. Eli, was passiert? Ich will's wissen. Wenn ein Streamer mal ein Ding von mir kassiert, dann bist du das. Ach du Scheiße. Aber so ein ernsthaftes oder so ein freundschaftliches? Nee, was eins, was nicht auf Twitch gebannt wird, auf jeden Fall. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, das macht Spaß, Revi ein Ding zu ziehen. Digga, Max hat mir so einen in die Fresse gehauen, Alter. Ja, ja. Digga, hat es bei mir richtig geklingelt. Sparring, ne? Im Sparring, ja, ja. Richtig so, schön. Max halt längere Arme des Todes nochmal und 4 Monate mehr Training und 90 Kilo mehr. Was habe ich denn erwartet? Was für eine dumme Idee. Ja, das stimmt. War ja so dämlich. Das war wirklich, da habe ich nicht nachgedacht, ne? Aber ich habe meinen Mann gestanden, oder Max? Ja, das war gut. Ich habe das Ding auch kassiert und bin nicht K.O. Ja, das ist einfach weitergemacht. Ne? Das war geil. Deshalb, Fabio, ich weiß gar nicht, ob. Meinst du, du könntest mich K.O. schlagen, Fabio? Von der Kraft, ja, oder was? Schwinger so mäßig so. Safe. Denke ich auch, ja. Du hast schon Masse halt, ne? Masse schon Macht. Was wiegst du für Boo? 120. Krass. Und das auf 1,40 Meter ist krass. Minus was? 1,40 Meter. Digga, das ist krank. Du bist einfach ein Roblox. Ich sag sogar, Max, dass ich an so einem Boxautomaten mehr schlag wie du. Nein, 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 nein. Sag ich. Du hast halt nur Technik, ne? Ja, ist halt nur Technik. Ach so. Oh. Ich schlag mehr als du, Fabo. Nein. Doch, Bro. Halt ich hab sogar. Fresse. Ich hab Kollegen, die sind breiter als ich und wiegen Bro, mehr und die, die können aber nicht schlagen. Die können halt nicht schlagen. Wenn Nein. du das einmal lernst, wie man schlägt, das ist nur Technik. Frag Max. Mann. Das ist so. Hast du nicht so einen Automat an deinem in der Halle? Nee. Kauf dir mal einen. Nee. Okay. Oh. Wir sind alle so ein Aufcraften. Bevor die anderen hier sind, haben wir alle schon echt geilen Scheiß, ne? Ja, ja, wir werden schön einen wegcraften, oder Max? Auf jeden. Scheiße. Auf jeden. Auf jeden. Scheiße, oder? Der Gotti ist schon wieder scheiße. Gibt's einen Scheiß, Gotti? Gibt es manchmal, dass der Gotti scheiße ist? Nee, gibt's nicht. Okay. Ich bin wie ein Chamäleon, ich passe mich immer an. Ja? Wie ein verficktes Chamäleon. So, ich bin im Never, hab mich hier richtig geil vercraftet, hingecraftet. Bro, ich verstehe nicht mal, was du mir sagen willst. Wirklich? Ja, ja, ich verstehe dich den Inhalt nicht. Die Sprache ist krass, Digga. Ich weiß gar nicht, was heißt das jetzt? Was hast du jetzt was gemacht? Geht überhaupt bei dir ab? Digga, wie geht's dir? Ich war im Never, bin fast gestorben, hab mich gerettet. Hab parallel mir hier Gold gecraftet, während mich 17 von diesen verfickten Schweinen angegriffen haben. Hab mich nicht unterkriegen lassen, hab mein Ding weitergemacht. Und hab jetzt einen Goldhelm auf dem Kopf und gehe jetzt mir mein Neverraid holen, weil ich ein Macher bin und hab dann nach dem ersten Stream direkt alles neu angefangen, wieder meine Rüstung. Bro. Oh, nicht schlecht. Verstehst du das? Ach du Scheiße. Ich hab ein Problem. Alles verloren. Ich hab vergessen zu markieren, wo mein Portal war. Oh oh. Ich werde nie wieder nach Hause finden. Jetzt hatte ich ein Schwein angegriffen, genau. 17 oder 1? VOD, Mods, macht euren Job. Jetzt. Jetzt habt ihr die Chance. Bin ich wieder entmoddet, Eli, ja, ne? Ja, bist du. Du hast mich aufgeregt. Ich habe gar nichts gemacht. Genau das ist es nämlich. Du hast nichts gemacht. Ja, nice. Für wie viel Euro würdest du dein Arschloch zutackern, fragt mir Rebi per Direktnachricht. Wie lange? 2 Wochen. Stört man da nicht? Angenommen, ganz unlogisch, man stirbt nicht. Kennen nicht. Ja. Warum? Als ja, Challenge. Natürlich stirbst du. Fabo, du vielleicht. Das ist weak Mindset. Okay, Jungs, ihr müsst mir jetzt kurz helfen. Max, bitte. Überleg. Einer von euch muss bitte kurz in mein Portal rein. Und mir sagen, was das für Koordinaten sind. Fabo macht das. Großer Goti, ich komme. Dorf. Ich mach's, Goti, ich mach's. Du musst mir dann die Koordinaten durchgeben. Da. Okay, bist du bereit? Ja. 1358. Es ist 96. 3000. Sag es jetzt. Minus 1. 1,50, okay?
Ja. Habe es von meinem Clip. 3190, 116. 3160 minus 97 hoch 100. 1860. Zu schnell, noch viel zu schnell. Nochmal erste Zeile. Mann, wirklich, mich raste aus. Erste Zahl. Hörverständnis 0. Minus 3157. Ja. 96 hoch, okay. Und minus 1850 oben. Okay. Minus 1850? Ja. Okay. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber ich stehe doch da. Wie kann ich sein? Minus 1850? Sein Netherportal, Revi, nicht unseres. Bro, das ist doch das. Das ist doch das hier oben, was mitten im Dings. Ach so. Nicht was auf der Seins. Decke. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Du sollst doch dahin gehen, du Arschloch! Ach so, Digga. Ja, okay, sorry. Ey, dann chill kurz, okay? Nicht beleidigend werden, ja? Nee, nee. Guti, es tut mir leid, Guti. Okay, er hat sie gecraftet, ich sehe. Wo kriegen wir denn jetzt Eisen her? Ja, ich hab's 3x3 gemacht, ist was korrekt. Was für ein Trottel. Okay. Was minus 3200, 117. Warte, nochmal. Minus 3200. Ich schreib's einfach in den Chat, du. Ja. 3200? So. 1832. Chat, was war das? Ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber. Bamm mich, wenn es falsch ist. Okay, warte. 3195. So. 1800. Das kann aber auch nicht sein, Chat. So. Wir bringen jetzt erstmal das zurück und dann das andere. Ich hole jetzt Kamele. Wir machen bald Kamele. Hier. Was war denn das? Ich habe das Schwein nachgemacht. Das ist krass. Ah, da ist es. Oh, wichtig. Ja, okay. Gut. Guter Call. Okay, Jungs. Dann crafte ich jetzt weiterhin auf, oder? Hört sich gut an. Na, und sonst so? Geh gleich mit Sydney üben. Was macht ihr denn für Übungen? Die Modi spielen. Okay. Kann ich euch dazu gucken? Denk schon. Natürlich. Ich bin der Turnierveranstalter. Hättest du nein gesagt, hätte ich einfach ausgeladen. Ich hätte nicht mal einen Grund dafür gebraucht. Ich hätte einfach gesagt, weil du mir auf den Sack ist. Ja, nice. Sorry, mein Gott, sorry. Ich hab grad was gemacht, ne? Ich hab grad mein Essen bekommen, okay? Ja. Und der Typ, der mir das Essen gebracht hat, der hat mich erkannt, ja? Oh, nice, der erst als ich gecheckt hat, dass er mich erkannt hat, ist mir der Gedanke gekommen, fuck, ich muss ja Trinkgeld geben. Und sonst krass. Hast du kein, sonst gibst doch, du kein nein, Trinkgeld? Weil ich hatte nur Dings, große Scheine hier und dann habe ich ihm was mehr gegeben. Große so. Scheine hier, Bro. Bro, Euro und der wie groß sollen die Scheine sein? Ich hoffe, dass er genau deshalb nicht macht. Also, ganz kurz, Höhe 15, ja, ne? Ja. Ich brauche 40 Stück, können krachen. Was ist denn ein. Was ist das denn für ein Schein gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich 10 oder 50er gegeben habe. Ich kann nicht genau sagen. Er hat so gezittert. Ich hab nicht geschaut, ich war nervös. Du bist ja, nicht anders, Edi. Klar, was du, ich gebe immer Trinkgeld. Nein, das stimmt nicht. Ich war mal dabei im Steakhouse. Da bist du richtig ausgerastet und hast gar nichts gegeben, Digga. Wolltest nicht mal das Essen mit. Jetzt in den Hoodie rein. Du brauchst Effizienz. Ich weiß nicht, ja, kann auch 10er sein, Chat. Ich kann nicht callen. Erstmal brauche ich eine geile Spitzhacke. Ich hab gegriffen. Ingame schlagt seine Impfhändler geil mit Trinkgeld laut anonymen Lieferando-Mitarbeiter. Oh. Oh, das Essen versuchtet, das ist geil. Ey, ich brauche wirklich Effizienz, oder? Sonst wird es hier nichts. Ja, Bro, sonst bist du ewig am Craften. Was ist denn mit dir?
Effizienz ist, dann ist es stärker, ne? Schneller. Schneller. Ja, oder stärker, kann man auch sagen. Es ging doch sonst schneller, oder? Effizienz. Aber wie kriege ich Effizienz? Ja, von den Villagern ja nicht mehr. Ja, von den Villagern nicht. Wie kriege ich sonst Effizienz her? Verzaubern im Buch. Ja, im nächste Frage. Okay. Oh, diese Lockere. Und wie komme ich da hin? Wir haben noch keinen hier. Wir brauchen ganz viele Bücherregale und so. Gutti, Gutti, ich mach das über Nacht, wenn du schläfst. Alles gut, Evi. Level 30 im Zauberbuch. Schneller abbauen. Vortex, Top 6. Evi, du bist der Schlimmste. Der Schlimmste hier, der Normalste. Versuch direkt die Spitzhacke. Zaubern ist wichtig, auch Schutz 4 für Rüstung, dann hältst du mehr aus. Digga, du Nuttencreeper, du Nuttencreeper, Creepernutte. Sehr schön, Evi. Ey, welcher, ich schwör, welcher hässliche Bastardmensch, das kann nicht sein, Digga. Das kann nicht sein. Bro, hier ist ein Baum in unserem Gehege. Da hängen Lampen dran und irgendein hässlicher Trottel hat den Stamm davon abgebaut, Digga. Bro, man sieht, dass das ein Dekobaum ist. Wer war das? Eli war das. Ich raste aus. Eli Geller. Was denn? Elias Nährlich, sag mal, spinnst du? Was denn? Bro, wie spielst du denn? Das ist eine Lampe, der Baum. Wie eine Lampe? Was eine Lampe? Digga, der ist in einem Gehege, der Baum. Das war Deko. Du hast den Baum abgebaut. So. Das kann nicht sein. Guck mal, der lässt den auch hängen. Das kann nicht sein. Eli, bitte. Ich hab Holz gebraucht. Respektier den Gotti, Revi. Ey, Jungs, ich glaube, ich bin tot, ne? Ja, nice. Ey, es ist ja so hardcore, das Game, ne? Minecraft? Ja. Wenn du keine XP hast, kein Kaktus-Tobi, ich weiß gar nicht, wie man Minecraft spielt ohne Kaktus-Farm. Crazy, ne? Ich muss jetzt die Erde hier mit Hand abbauen, weil meine Schaufel kaputt ist. Mögt ihr Edamame? Ja. Boah, heftig, oder? Auch geile Nährwerte, ne, Eli? Edamame, geil. Ey, Jungs, das Ding ist sauber. Ihr müsst mich loslassen. Ihr müsst den Gotti loslassen. Auf jeden Fall. Meine Elytra wird verbrennt. Willkommen? Ja, ist sauber. Wie stirbt der denn die ganze Zeit? Können wir ihn nicht retten? Scheiß drauf. Der ist einfach ausgelockt jetzt, das war's. Ich glaube, der brennt offline. Ich glaube, der brennt halt und wird ausbrennen. Oder ist er in Lava gefallen? Was hat er denn gemacht? Was hat er denn gemacht? Hier kommt Fabo, der große Härter. FF. Potzen, Fabian. Entschuldigung. Er brennt. Ja, wie. Okay, Chad, was können wir machen? Er ist in Lava. Ja, wir können ihn retten, Fabo. Wenn ja, wir einbauen. Können ihn retten, ja. Mit Sand. Sollen wir Sand holen? Sand, ja, vielleicht eine Fire Rest, so haben wir aber nicht. Weißt? Ja, aber Throwing Potion kriegen wir ja nicht mehr hin. Poppt ja nicht. Ne, wir brauchen eigentlich nur Dings. Sand. Ja, Eli hat so schnell diesen Link geschickt. Da geh du schon mal vor, Rebi, ich bin gleich im Dorf. Ja, dann warte, soll ich schon mal Sand holen gehen? Ja. Bist du der Gotti? Ja. Was Gotti, Schalk? -2, er schickt den Link und schreibt Hilfe. Warte, ich such Sand. Ich hab die Koordinaten, Rebi. Okay, wir holen ihn. Hier müssen wir hin. Im Nether? Was? Im Nether? Ja. Im Nether hab ich gesagt. Bro, ja, halt's Maul. Fick dich, Fabo, wirklich. Du bist auch so ein schlimmer Mensch. Ja, ich hab mir das angehört hier, sorry. Wir gehen da jetzt hin, Revi. Ich muss Sand holen, warte doch. Ja, warte, ich lasse das Kamel auch kurz hier stehen. Wieso geht eure Elytra noch? Wie könnt ihr das machen, dass die XP bekommt? Wie macht ihr das? Mit Tieren. Was für scheiß Tiere. Hier sind überall Mobs. Ja, der Typ ist ja ohne Farm komplett aufgeschmissen. Schätzt du, wie viel Sand brauchen wir? Nicht viel. Meine Picke ist kaputt, die Schaufel, die Elytra, es geht nichts. Nicht viel, Revi, er hat sich von unten hochgebaut. Der Crafted PvP. Ja, ich will dir ganz gut schauen. Ey, seh die Sitze. Hey, oh, hey yo, what's up, babies? Mabu, hey. How's it going, Mabu? Looking good, looking flawless. What's up, Raven? Ravenclaw? Oh, ist der andere Trimax?
Hallo. Yo. Na? Na. Warum fragst was? Du nichts? Revi, deine Adresse wurde gelegt. Ja, Tamam. Trinker hat es gebracht. Der hat mich gefickt. Bitte? Was also, geht bei dir, Sydney? Der ist wie ein NPC, oder? Farbe und Chat. Ja. Wo ist das Portal bei Eli? Ja, nicht viel, bei dir. Bin da, komm. Auch nicht. Wo ist denn Eli jetzt? Das ist gut. Wieso sagst du so bei Elias? Tamam, ich lass ihn verbrennen, den Hund. Ist Eli tot? Ja, der ist die ganze Zeit tot. Digga, ich sag, was hat er bis jetzt geschafft, zu farmen? Gar nichts, der stirbt nur die ganze Zeit, das ist verrückt. Da war noch nichts hat. Bist du drin, Farbe, komm? Sagst du Twitch Turbo, spar euch das Geld, sag bei mir. Na komm mit. Hast du Rüstung an? Ja. Was hast du gerade für eine Unterhose an? Keine. Hey, wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Bin bei ihm. Wo denn? Rette ihn. Wo denn, du Wichser? Bei den Koordinaten. Gib mir die doch. Habt ihr doch in den Chat geschrieben. Digga, Fabio, oh mein Gott, er will jetzt alle Zuschauer zu sich ziehen. Ja, ich hab die doch im Chat geschrieben. Hier. Ja, kannst dich einloggen, Eli. Nö, bin auch in Lava gefallen. Jetzt fick dich, Fabio. Ist der da? Aber er kann... Ja, wofür hab ich jetzt Sand geholt? Fabi ist so ein ekliger Typ, bei Gott, wirklich. Na? Hallo. Hallo Sydney. Na? Hallo. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja? Friedeberger? Wir haben alle sehr viel Spaß in Minecraft. Mir ist aufgefallen... Ohne Effizienz macht das ja hier gar keinen Sinn, oder? Das stimmt, ja. Was denn? Okay, dann muss ich erstmal Effizienz holen. Was baust du denn? Effizienz brauche ich. Lass wieder zurück. Wie läuft? Ich hab komplett Dia. Ich wollte mir jetzt Never holen, aber weißt du, was das Problem ist? Es dauert 100 Jahre im Never, wenn du keine Effizienzspitzhacke hast. Deswegen jetzt schon Nether? Also, ich wollte mir meine Blöcke holen. Ich will auch so zum Flex in mein Haus... Oh, warte mal. In mein Haus, so zum Flex, so ein paar Blöcke hinmachen, weißt du? Was für eine Blöcke? So eine Never-Blöcke. Reiche Mann. Sehr reiche Mann. Wer hat gewonnen? Wie lief's? Eigentlich sind alle Deutschen so gut wie Qualt. Alle, auf die wir so Auge haben. War cool. Basti ist im PvP etwas stärker, aber sonst nimmt sich nicht viel bei Fabo und Basti, mein Gotti. Echt? Fabo, weißt du, wie Basti aussieht? Nee. Du? Okay, Schritt für Schritt. Ich gehe erstmal zu meiner Crib. Und dann machen wir alles nochmal Schritt für Schritt. Was der beste Plan ist. Oh. Sid, lass trainieren! Ja, was muss ich machen? Ja, wo ist Eldos? Wo ist, Bruder, Eldos ist, ich schwör's nicht, war er heute Morgen online, Eldos? Nee, ist echt nicht. Er ist echt ein Schwanz. Moment, er muss 22:30 kommen. Boah, ich bin morgen richtig früh, glaube ich, sogar online. Na, Eldos, ist Eldos live? Wann geht's los morgen, Eli? 18 Uhr. Zwischen 18 und 18:30. Ich weiß nicht ganz genau, wann, es kommt ein bisschen auf Isa an. Eldos spielt FIFA, Sydney. Schreib mal in den Chat, dass der kommen soll, Chat. Sehr gut. Aber, ja. Warte mal, Eli, wenn Eldos jetzt morgen Earnings macht, verdienst du da nicht wieder mit dran? Digga, ist einfach Kickback-Deal für ihn. Guck mal, so ein Ding. Frank. Ey, Chat, kann ich in Ruhe essen? Offline geh nicht. Komm morgen wieder. Sydney? Ja. Yep. Live, ne? Was? Bist noch live. Mhm. Picken Sie sich, jo. Bis morgen, Ted.
Gehst du schon Rewe-Zeit? Ich kann gerade nicht essen und spielen das gleichzeitig. Frag mich ab. Chad, ich bin morgen wieder da. Kuss, kuss. Tschüss, Revi. Bin morgen. Okay, nice. Hä? Fabo, was müssen wir denn üben? Die Spielmodi, die wir da morgen spielen. Ja, und was? Bad Wars, Dropper. Ich weiß nicht mal, was Bad Wars ist. Also, wirklich nicht? Nein. Ja, das muss ich euch dann alles erklären. Also, da hat halt jedes Team ein Bett und man... Bettkrieg. Ja, genau, man ist so in der Luft und so muss sich rüberbauen und die Leute töten und so. Ich erkläre euch das. Bau mich nirgendwo rüber. Dann, kennst du Dropper? Auch nicht, ne? Nein. Dropper ist dabei, wie geil. Ja, das ist... Ja, Dropper ist dabei. Haben wir uns gedacht, dass du es einmal... Für die OG-Hasen unter uns. Nee, du... Chat, wer kennt alles noch Dropper? Okay. Du musst da... Ach, scheiße, ich erkläre euch das gleich. Sonst muss ich es doppelt erklären, wenn Eldos da ist. Eisen! Sahne! Sydney, ich finde dich als Minecraft-Spieler richtig gut. Wie kommst du darauf jetzt? Ja, du baust immer so deine Sachen alle. Veräppelst mich. Nein, wirklich. Du baust immer deine Sachen. Ja, ich baue Sachen, ja. Stimmt, das Kamel. Ich bin immer selbstständig unterwegs. Richtig. Ich stelle mein Netherite, alles verzaubert. Du hast aber gutes Movement, Sid, ne? Nö. Nein? Ganz normal halt. Aber, ich will das nicht als gut betiteln. Aber du bist schon besser wie... Würdest du sagen, du bist besser wie ein Mickey? Ich denk mal schon. Mickey hat da jetzt angefangen, oder? Ja. Ja. Ich sag, wichtiger Team nochmal Nerf im Nein. Was geht ab, Jungs? Hier ist direkt das End bei uns. Engine City oder so. Ey, Jungs, ja. Kann ich mit euch trainieren, wenn ihr trainiert später? Nee. Warum? Nee, was bringt das denn? Lass das Training dafür. Was bringt das denn? Ja, ich gebe dir halt dann Tipps, das ist voll scheiße. Warum, Bruder, warum so. Warte mal. Komm jetzt, Simolia. Komm jetzt, Simolia. Komm jetzt, Simolia. Jetzt, Simolia? Mach nicht, Simolia. Lass dich nicht auf sein Niveau herab. Timolia ist 1 gegen 1, Bro. Ja, können wir machen. Abo? Nein. Eli down. Ist dieser Warden hier, wenn so ein Geräusch kommt? Ja, ja. Sydney, wo bist du? In der Höhle. Ja, ich bin Höhlenmensch. Du kamst ja gerade. Okay. Ich hab jetzt Eisen. Wächst Sugarcane auf Matt? Du musst Achievements eigentlich lernen, ne? Wann geht das Turnier morgen los? Achievements machst du dir sowieso, dann ist Seite auf Ort. Minecraft Wiki. Die zu lernen bringt gar nichts, weil es gibt irgendwie 127 oder so. Ja, aber man kann die einfachsten lernen, Bro. Ja gut, das stimmt. Ja, hab ich auch schon überlegt. Okay. Könnt ihr fastbridgen? Ich kann das zum Beispiel nicht. Wir haben da wirklich einen Nachteil in Bad Wars. Bad Wars, glaube ich, ist Safe Win für wichtiger. Warum? Für dich? Digga, weil der Skywars Main ist und der kann so bridgen und alles. Wie bridgen? Ich kann bridgen. Also richtig schnell bauen und so. Wie, ich hab Stress. Der kann so ohne zu dingsen. Wie heißt das? Ja, der lässt immer wieder sneaken los und baut so richtig schnell, ja. Das konnte ich wirklich mal, also beim ersten Mal spielen in Minecraft. Hab ich auch kann das auch, aber halt nicht lange und konstant. Ja, also so 3 Blöcke. Boah, stell dir vor, du fällst dann runter, wie cringe wäre das denn? Bist du schon mal beim Fastbridge schon runtergefallen, Fabo? Ja. Boah, das ist ja richtig unangenehm. Ich kann das nicht. Achso, ich hab noch Huschen drauf, deswegen. Huschen 3? Ich hab meinen ersten Diamanten! Ja. Nice. Oh! Sonne! Sind jetzt Eli und ich die einzigen, die von Null wieder anfangen? Sindlers Discord, oder? Ja, hey, ich muss noch gerade die Höhle hier enjoyen. Okay, ja. Ich hab gerade Diamanten.
Jello, dein Penthouse ist auch crazy hier, Chat. Wie dein Penthouse? Ich bin crazy. Okay, ich glaube, ich bin fertig hier. Warst du bei Eli Geli schon mal in seiner Wohnung drin in der neuen Sydney? Eli Geli? Ja. Ja klar. In der neuen schon? Ja. Wie findest du die? Ich hab die mit ihm zusammen besichtigt. Geil, das ist cool. Danke. Nichts gesehen, ich will noch drauf reacten, da gib mir keine Spoiler. Ich hab das Video auch nicht angeguckt. Ja gut, wenn du die Wohnung Zeit, kennst. Vor Ort ist das alles. Wer hat mich eingebaut? Wer hat mich geil. Eingebaut? Ich kann halt nicht so alles zeigen, ne? Sonst. In welche Richtung? Ja, sehr cool. Eli, ich bin nächstes Woche in Berlin, darf ich bei dir pennen? Ja. Warum lachst du, Robert? Bei mir pennen. Ja, will ich bei dir auch. Sehr gut. Ey, ich komm nicht raus, ne? Ist das krank. Max, würdest du bei mir, mit mir im Bett, also ich, oder würdest du auf die Couch gehen? Ich würde auch bei dir im Bett pennen. Ehrlich? Ja. Aber wir sind beide voll groß, dann würden so unsere Oberschenkel aneinander reiben. Nein, was hast du denn für ein Bett? Ja, kein 7-Meter-Bett. Normales 1,80-Bett gerade. Digga, bist du erst jetzt rausgekommen? Ja. Was ja. Du, Eli? Ist das geisteskrank? Ich hab's geschafft, alles gut. Okay, so, also. Ich bin jetzt hier raus. Ich brauche. Was ist der Plan, Chat? Ich sage euch mal meinen Schlachtplan. Ich will erstmal eine Neverred-Rüstung haben, dass ich immer viel runterfallen kann und so. Dafür brauche ich Effizienz. Was brauche ich für Effizienz? Verzaubern. Ich brauche einen Zaubertisch. Gut. Wie kriege ich den Zaubertisch her? Alter, mir gefällt da, wie taktisch du da rangehst. Gefällt mir das. Wo kriege ich den her? Ausbau kommt auch noch, aber ich muss erstmal ein Neverride-Typ sein, sonst bin ich hier wirklich, sonst werden die mich alle die ganze Zeit killen. Zwei Dias, 4 Obsidian und ein Buch. 4 Obsidian brauchst du auf jeden Fall. Kannst du einfach Obsis sagen. 2 Dias. Obis kannst du auch sagen. Ein Buch habe ich nicht. Wo kriege ich ein Buch her? Leder und Papier. Leder kriegst du von Kühen, Papier kriegst du aus Sugarcane. 3 Papier brauchst du. Dankeschön. Ja, dann mache ich das jetzt. Und dann brauchst du Bücherregale, ne? Das ist halt schwer zu machen eigentlich. Stange. Leder kriege ich von Kühen? Ja. Habt ihr schon Kühe irgendwo bei euch? Ja, hier, die werden jetzt dran glauben. Raussteht, oder? Wie viel Leder brauche ich? Ist Gott. Wie viel? Ja, Jungs, darf ich mit euch Minecraft spielen später? Sydney? Warum? Papier habe ich. Eldin ist da. Jojo, Leute, was geht ab? Baby! Jojo, was geht? Was geht ab? Geht so. Wie geht's euch? Dobro, ti? Dobro. Dobro. Er ist direkt erschrocken. Er ist so entspannt, Mann. Das ist unser Team, Fabo. Leder und Papier. Ja, Bruder, ich bin ertrunken, weil ich... Digga, du bist safe der am meisten gestorben ist hier auf den Servern. Er ist extra down gegangen. Er ist jetzt hier in der neuen Stadt. Bruder, ich bin schlau, Bruder. Denkst du, bist dumm, Bruder? Hey, Dos, benimm dich. Ich gebe Naschis. Achso, ja, okay. Ja, so, Jungs, lass trainieren, ehrlich. Hast du einen Spawnpoint gemacht, Fabo? Ja, ist doch richtig, Naschis. Oder? Ah... Ey, du hast Naschis. Wie viele? Was geht hier ab? Was ist das hier, Fabo? Was denn? Jetzt. Das Ding hier, was hier hängt, wo du gerade herkommst. Warte. Hä? Warte, ich mach. Das ist nicht. Wo hängt gib was? Gib jetzt Naschis. Okay. Gib Subs sofort. Plattform. Okay. Ey, Dos, gib mir alles, was du hast. Was weißt du? Hier ist so ein Acker. Von Rohrt, so. Was ist mein Gott. Das schleppe ich jetzt nicht so weit. Mein Gott. Ich brauche eine Lavaquelle. Okay. Warum? Hier, Eli. Warum? Dos, du verkackst morgen extra, damit du... Eli, warum brauchst du eine Lavaquelle? Nein. Dos, du musst richtig... du musst morgen für Obsidian. Kannst du dir bei mir Lava abholen, wenn du möchtest. Eli, du bist ein Businessman. Du bist ein Businessman, sorry. Ich hab keinen Eimer, das Ding ist sauber. Ich hab auch Eimer für dich. Na, warte, ich hab... Sehr gut, Eldos.
Sehr gut, Eldos. Ich hab kein Wasser. Super, Eldos. Normal, du weißt, Chef, Goti. Weißt du? Goti. SpongeBob! Zwei Lightskins und Fabo! Yeah! Wir sind ein Team! Ja, ein Team. Aber wer ist der? Wer ist der? Warum droppst du eine Rolle? Was hast du eine Rolle gedroppt? Rohat, du hast 2000 Donuts bekommen! Oh. Ehrlich? Ich hab keinen Donut bekommen! 2000 Donuts? Ich will auch einen Donut haben. Ah, ey, das bin jetzt auch wieder arme Mann. Ich muss hier. Ich hab dieses arme Mann-Ding noch nicht verstanden, Sid. Du machst 500 TikToks mit arme Mann, ich hab das immer noch nicht verstanden. Hä? Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Wo kommt das her? Von Elgas, Musti und mir. So Leute, 1,5 Stunden später, ich habe so rangeklotzt, neben meine Serie geschaut und gebaut. Es ist krass, wie sehr man XP braucht. Meine Lytra geht nicht, Schaufel geht nicht, Picke geht kaputt. Deswegen hatte die Kaktusfarm eine Prio, aber ich bin nur mit 8 Kakteen losgelaufen. Aber es kommen jetzt schon welche ran. Ich werde das jetzt die ganze Nacht laufen lassen. Ich werde mich wieder AFK stellen, dass hier genug Kakteen drin sind, dass ich die Kaktusfarm voll ausbauen kann. Lava hier habe ich schon komplett abgeschöpft. Sugarcane Farm habe ich für die Raketen. Keiner hat Raketen. Ich habe noch ein bisschen Gunpowder, muss auf jeden Fall eine Gunpowder Farm bauen. Sugarcane kommt schon gut rein. Direkt daneben hier die Bambusfarm oder Holzfarm oder Brennstofffarm. Je nachdem. Hier hatte ich schon Fichten gefunden. Die waren direkt hier in diesem Biom. Direkt neben mir. Ultra geil für super viel Holz. Da habe ich schon fett was rangefarmt, was ich schon habe. Für das kleine Ofensystem hier gebaut, dass ich schon so ein bisschen XP bekomme. Ich brenne hier alles Mögliche, was ich gerade habe. Überwiegend Sand für Glas. Ja, und jetzt muss ich die Nacht AFK stehen. Dann ist die Lava voll, Bambus voll, Sugarcane voll, Kaktus voll. Und dann kann ich morgen alle Farmen weiterbauen. Ich habe hier schon direkt neben mir. Hier war schon ganz viele Schafe, da kann ich dort auch noch hingehen für eine Wolle-Farm wieder, weil Wolle brauche ich ja für die Creeper-Farm und Holz, das habe ich ja mit dem Bambus. Ja, das ist es, das ist es. Minecraft ist einfach geil, es macht einfach Spaß, keine Ahnung, was soll ich euch sagen, es bockt einfach extrem. Das Dorfzentrum ist hier. Hier haben 2-3 Leute eine Base, hier das ist Revisberg, da kommt eine Base hin, hier kommt eine Base hin, hier baut jemand eine Base, hier drinnen kommt noch Grundstücke hin. Ich bin so leicht außerhalb, weil man darf hässliche Farmen nicht sehen. Den Kaktusturm wird man sehen, aber so ein Kaktusturm auf Distanz sieht ja auch toll aus, gar keine Frage, es ist ja weit genug weg. Eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Ich habe den anderen wieder ganz klar kommuniziert, keiner klaut, aber wir haben jetzt auch gerade 3 Tage kein TNT, 3 Tage kein Klauen. Danach mache ich es wieder ganz normal. Wenn ich da bin, können die Leute gerne an meine Farm. Ich gebe denen alles Mögliche, was sie wollen, wenn ich da bin. Solange nicht, wenn Offstream geklaut wird, im Full Black Screen oder dass die Leute sogar Offstream klauen. Aber dann werde ich die anderen wieder noch so 10, 15 Mal warnen. Ich hoffe, das reicht dann. Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.